Hallo meine Hübschen. Ich habe ein Haul für euch, aber zuallererst habe ich eine Frage an euch. Was würdet ihr dazu sagen, wenn ich meinen YouTube-Namen ändern würde? Würdet ihr das gut finden oder würdet ihr sagen, boah nein, mach das bitte nicht, bitte bleibt bei so Tokyo Maus? Sagt mir einfach eure Meinung, schreibt mir das einfach hier unten in den Kommentarkasten, weil das würde mich echt interessieren, weil ich spiele wirklich mit dem Gedanken, mir einen neuen YouTube-Namen zu machen. Ich habe auch schon einen im Kopf, beziehungsweise zwei, und ja, falls das Interesse bestehen sollte, könnte ich euch ja diese zwei Namen einfach auch mal nennen. Da müsstet ihr mir dann nur Bescheid sagen, ob ihr die Namen halt wissen wollt, und dann könntet ihr halt so 50-50, halt so 50%, dass ich entscheide und 50%, dass ihr entscheidet, halt die Lösung finden, wie der Name dann halt heißen soll, wenn ihr halt der Meinung seid, dass ich den Namen ändern soll. Ja. Naja. Also ich hatte am vergangenen Samstag eine Freundin hier und mit der Freundin war ich ein bisschen shoppen. Und ich war jetzt gerade eben auch noch ein bisschen shoppen, weil ich habe ja momentan Urlaub und da hat sich das einfach... Ich muss erstmal mein T-Shirt richten. Entschuldigung. Oh. Da hat sich das halt mega angeboten, dass ich heute dann halt nochmal ein bisschen einkaufen gehe und ja... Da war ich dann auch im Kaufland an dem Regal, wo Duschgele sind. Und da fiel mir auf, dass es da jetzt dieses Play It Sexy in vier verschiedenen Geruchsrichtungen gibt. Da gibt es nämlich das Play It Sexy irgendwie, ich glaube, das ist Nektarine oder Pfirsich. Dann gibt es das Play It Sexy Strawberry, das Play It Sexy Cherry und das Play It Sexy Kokos. Also, ja. Ich habe an allen gerochen, bei diesem mit Pfirsich, da war ich jetzt nicht so unbedingt begeistert von, weil, ich weiß nicht, mir gefällt diese Geruchsrichtung bei Duschgehen einfach nicht, nein. Und ja, das Cherry hat jetzt auch nicht so umwerfend gerochen. Was ziemlich gut gerochen hat und mir vom Geruch her sehr gut gefallen hat, das war auf jeden Fall das Strawberry und das Kokos. Und ja, ich hab mich dann halt für das Kokos entschieden und habe mir das auch mitgenommen. Ihr werdet das gleich auch noch sehen. Aber vorher möchte ich euch halt die Sachen zeigen, die ich am vergangenen Samstag mit der Freundin zusammen gekauft habe. Nochmal schöne Grüße an dich. Das war wirklich ein tolles Wochenende. Ja. Da waren wir nämlich zuerst bei H&M drin. Am Freitagabend, weil ich habe sie Freitagabend dann halt in Dortmund abgeholt, weil das bot sich halt an, weil ich da sowieso noch in die Tiergalerie wollte und ja, dann haben wir uns halt getroffen und sind halt rein und ja. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich mir bei H&M gekauft habe. Und zwar, habe ich mir bei H&M diese Ach, hier fällt heute alles runter. Furchtbar. Ich habe auf jeden Fall diese wunderschönen schwarzen Handschuhe gehabt. Die habe ich ja das eine Mal bei H&M auch anprobiert. Da hat Markus mir die angezogen, weil ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, da reinzukommen. Weil ich hatte ja die Hände auch voll. Ich hatte ja die Schuhe und die eine Mütze. Und ja, dann habe ich halt gedacht, Und dann meinte Markus halt, ja komm, ich helfe dir. Und dann hat er mir die halt angezogen. Und ja, ich finde die auf jeden Fall richtig toll. Und da steht Meow drauf. Und da sind zwei Katzenohren dran. Ich finde die voll toll. Und die sind auch richtig schön bequem. Und halten die Finger auch richtig schön warm. Ja. Kostenfaktor ging eigentlich auch. Also sie waren nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. Und so sehen die halt umgekrempelt aus. Man kann das natürlich auch zurückkrempeln, aber wenn man das so zurückkrempelt, sieht das, finde ich, total bescheuert aus. Also richtig bekloppt sieht das dann aus. Also ich würde es dann lieber so lassen, wie es jetzt ist. Gefällt mir auf jeden Fall auch wirklich ziemlich gut. Man kann es natürlich auch noch ein Stück weiter nach unten krempeln und ja.
Ich finde die halt auch perfekt, weil ich für den Winter auch nicht mehr wirklich so Handschuhe in dem Sinne habe. Ich habe zwar zwei Paar aus, ich glaube, das ist Wildleder, aber ich glaube, das ist kein echtes Wildleder. Nee, ich habe die mal geschenkt bekommen, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich davon halt zwei Paar und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr wirklich Handschuhe. Ich meine, ich hatte auch mal welche aus Wolle. Die hatte ich an, da waren Fantreffen in Dortmund gewesen und ich bin dann halt am Ende noch mit ein paar Leuten da geblieben und ja, irgendwie musste die eine dann halt auf die City-Toilette, die an der Westfalenhalle ist und ich wollte ihr halt helfen und ja, dann hab ich irgendwie mit dem einen Finger von dem Handschuh in diesem Automaten festgesteckt, also unten in dieser Klappe, wo ja eigentlich das Wechselgeld rauskommt oder das Geld, wenn das Klo irgendwie defekt ist oder so. Und ja, da hing ich dann auf jeden Fall fest und dann hat die eine dumme Nuss da so fest dran gezogen, echt ohne Schmarrn. Das dumme Nuss sollte jetzt aber nicht böse gemeint sein. Hat die da wirklich so dran gezogen, dass der Handschuh kaputt gegangen war und boah, da dachte ich mir auch nur so, ja, danke schön, aber ich war natürlich auch froh, dass ich befreit war. Also ja, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mir die gekauft und die kosten beim H&M 6 Euro und ja, wie gesagt, nicht zu billig, aber auch nicht zu teuer. Das geht so. Finde ich eine gute Preisklasse für solche Handschuhe. Dafür sind die auch wirklich sehr gut verarbeitet, muss ich mal wirklich sagen. Also, ja. Falls ihr ein bisschen irritiert seid, dass ich hin und wieder, dass ich hin und wieder zum Fernseher gucke, ich habe nebenbei Shopping Queen an. Shopping Queen war da in Essen und ja. Da ist heute so eine Modebloggerin dran und deswegen gucke ich hin und wieder zum Fernsehen. Aber ich versuche mich hauptsächlich zu euch hin zu wenden, also mich auf euch zu konzentrieren und ich hoffe, das klappt auch. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir die gekauft. Und dann habe ich noch was Schönes entdeckt. Ich habe mir ja letztes Mal schon die Alien-Mütze gekauft und ja, ich war dann halt so in H&M da noch drin und habe mich halt dann noch in der Ecke, wo die Handschuhe halt auch hingen, umgeschaut und auf einmal fiel mir so eine richtig geile Kosmetiktasche in die Hand. Das war irgendwie so richtig wie so Regenbogen, so alles knallbunt durcheinander gepfeffert, hatte auch schon was von Galaxy-Farben, war richtig genial und ja. Ich war erst am Überlegen, ob ich sie mitnehme und dann auf einmal, echt ohne Scheiße, was passiert irgendwie immer mir? Also da habe ich immer wirklich ein Heidenglück, weil ich kriege irgendwie von solchen Sachen immer die letzten Sachen ab und da bin ich immer so dankbar für. Auf jeden Fall habe ich dann so eine Kultur- oder Schminktasche, je nachdem, wofür man das nehmen möchte, entdeckt mit ganz vielen Alien-Köpfen drauf und ja, hier oben ist das schön mit Lila gearbeitet. Ich mag ja Lila auch. Und in den Aliens ist auch noch Glitzer. Das finde ich auch richtig geil. Und die hat sagenhafte 4 Euro gekostet. Also ja, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Hallo. Das war auf jeden Fall in dem Moment einfach irgendwie, wow, bam, muss ich haben. Und ja, von innen ist dann halt noch so ein Packpapier oder wie man das nennt, ist dann noch drin. Wahrscheinlich, damit da nichts kaputt geht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sie da bei H&M gefunden hatte. Und wieder etwas mit Aliens. Ja. Jetzt habe ich mittlerweile schon die Alien-Tasche hier. Dann habe ich die eine Alien-Mütze. Dann habe ich eine Alien-Leggings. Und das letzte Mal habe ich noch ganz vergessen zu sagen, dass ich noch ein Alien-T-Shirt habe. Das habe ich mir nämlich mal selber gemacht. Das ist ein mintfarbenes. Und das habe ich euch, glaube ich, auch mal in die Kamera gehalten. Ja, ich finde die Tasche auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt kommt es. Ja, ich habe diese Mütze nochmal gekauft, falls ihr jetzt so denkt, oh, einen Moment mal. Hat sie sich diese Mütze nicht letztes Mal erst gekauft? Ja, hab ich.
Und nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich habe sie nicht doppelt gekauft für mich. Ich habe meine drüben und diese hier, die ist für eine Freundin. Und ja, sie hat die nämlich bei mir in WhatsApp auf dem Profilbild gesehen, weil ich die als Profilbild drin hatte, die Mütze. Und dann hat sie halt so gefragt, boah, ja, wie geil, wo hast du die denn her und bli und bla. Und ja, dann habe ich ihr das halt so gesagt. Und sie wollte die dann halt auch unbedingt haben. Ja, hier ist jetzt ein Faden. Da müsste sie dann irgendwie selber abschneiden, irgendwie, weil, ja, ich weiß ja nicht, ob sie das so haben möchte. Da ist hier auf jeden Fall an der Seite so ein Faden so festgenäht und ja, da aber auch. Also, naja, es ist halt so eine geschlagene Mütze und sie scheint auch geschlagen zu bleiben. Ja. Ich habe die wirklich halt für eine Freundin gekauft und ich werde ihr die halt per Post zuschicken. Und ich hoffe, sie freut sich dann auch darüber, weil sie ist schon, wo ich ihr dann in WhatsApp geschrieben hatte, dass ich die Mütze nochmal gekriegt habe, weil da hing irgendwie in Dortmund in H&M, weil die Leute wohl irgendwie nicht, oh, meine Haare regen mich auf, weil die Leute wohl irgendwie nicht so verrückt nach Aliens sind, hing da halt irgendwie noch 6 oder 8 Stück und ja, dachte ich mir auch noch so, umso besser und habe mir die dann halt nochmal für sie mitgenommen. Und die kostet 8 € beim H&M. Also wer sich dafür interessieren sollte, guckt in H&M bei euch in der City oder in der nächstgrößten Stadt. Und falls es sie bei euch nicht geben sollte, gibt es sie auf jeden Fall in Dortmund, in der Tiergalerie. Jawohl. So. Das war H&M. Dann war ich noch bei Nanunana drin, weil ich mir bei Nanunana eigentlich erst wieder ein Dutzend oder ja, was heißt ein Dutzend? Also, ja, ein Dutzend, das klingt jetzt ein bisschen zu viel. Also 12 Paar wollte ich mir auf gar keinen Fall kaufen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so 5 Paar oder so wollte ich mir eigentlich Kuschelsocken kaufen. Und ja, ich hab dann so in mein Portemonnaie geguckt und stelle auf einmal fest, dass die 5 €, die ich am Abend zuvor hatte, eigentlich, die ich eigentlich am Abend zuvor noch hatte, so meine ich das, sorry. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Dass ich die 5 €, die ich am Abend vorher eigentlich noch hatte, ja, auf einmal nicht mehr hatte und war halt so irritiert, verhab ich das Geld und bli und bla. Und dann fiel mir auf einmal ein, ach ja, du hast dir ja mit dem Geld am Freitagabend was zu essen gekauft. Und dann war die Erleuchtung auf einmal wieder da. Und da war die Erklärung wieder da, wo das Geld abgeblieben war. Ja, da war ich ein kleines Dummerchen. Naja. Ich habe mir dann auf jeden Fall anstelle von 5 Socken ein neues Paar Kuschelsocken gekauft. Ich werde mir aber in nächster Zeit auf jeden Fall noch ein paar holen. Und ja, ich bin dann halt über noch was gestolpert, was ich wirklich sehr niedlich finde. Und ich lasse es euch gleich auf jeden Fall wissen. Auf jeden Fall habe ich mir dann diese wunderschönen Kuschelsocken gekauft, weil die sind wirklich richtig schön kuschelig und ich ziehe die wirklich gerne an, wenn das draußen irgendwie kalt wird. Ich meine, ich habe noch Kuschelsocken, aber ein oder zwei Paar davon sind mittlerweile durch die ganze Wascherei so dünn geworden, dass die eigentlich nicht mehr wirklich wärmen und ja, die kann ich dann eigentlich nur noch als normale Socken anziehen, aber dann nicht mehr wirklich als Kuschelsocken. Auf jeden Fall. Hoi! Hoi, hoi, hoi. Entschuldigung, meine Lieben. Ja. Ich bin total verschwitzt, weil ich mich gerade wieder ein bisschen zu dick für draußen angezogen hatte. Und jetzt bin ich ohne Ärmel in der Wohnung. Und oh. Ich ziehe mir jetzt einfach meine Jacke über, weil ich hab keinen Bock, krank zu werden. Das muss ich wirklich nicht haben. Nee. Mein schönes Bell-T-Shirt wird verdeckt. Ja, ich liebe dieses T-Shirt. Ich liebe dieses T-Shirt, deswegen heule ich. Ja. Ein bisschen Wehwehchen, weil ich das T-Shirt so liebe. So. Fertig. Yay.
Ja, auf jeden Fall ziehe ich dann diese anderen Socken davon halt nur noch normal an. Und was mir an den Socken auch wirklich gut gefällt, da sind hier so etwas dunklere, ich glaube, das ist ein etwas dunklerer Hautblauton. Blauton, Sterne drauf abgebildet und dann in einem etwas helleren Blauton und dann in einem Weinrot. Und ich finde, das kommt auf Weiß wirklich gut. Und die haben bei Nanunana 1,95 Euro gekostet und das geht eigentlich auch noch. Ich meine, okay, ich hätte sie im 1-Euro-Shop 95 Cent billiger gekriegt, weil im 1-Euro-Shop kriegt man sie für 1 Euro das Stück. Aber ja, mir sind die da halt zuerst bei Nanunana ins Auge gestochen und dann dachte ich mir halt, und ihr kommt mit? Und jetzt kommen wir zu etwas wirklich Zuckersüßen. Und zwar wissen es ja einige von euch oder alle, ich weiß es nicht genau, wer es weiß, dass ich Engel und Herzen mag. Und ja, auf jeden Fall hat mich dann ein Engel in Nanunana angeschaut und ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen und musste ihn einfach haben. Und ja, auf jeden Fall ist das dieser wunderschöne schlafende Engel mit dem Herz und ich finde ihn wirklich zuckersüß, also der ist richtig niedlich und ja, ich finde das einfach so goldig und der hat mich nur 4 Euro gekostet und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Nein, da dachte ich nur so, weil ich wollte ja, huch. Nee, nee, jetzt nichts Falsches denken, also nein, nein. Ich wollte ja eigentlich von den Kuschelsocken erst 2 Paar kaufen, aber dann habe ich den Engel gesehen und habe dann halt gedacht, ja, nee, dann nehme ich halt den Engel und das eine Paar Kuschelsocken mit. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich happy. Und der wird bei mir auf jeden Fall auf die Fensterbank kommen. Ich möchte meine Fensterbank sowieso ein bisschen umstellen und ja, deswegen, ja. Mir ist gestern übrigens dann auch noch, ich schweife mal wieder vom Thema ab, ja, ist mir gestern übrigens auch noch eine Idee gekommen. Und zwar habe ich diese Form von den Q-Tips, wo die Q-Tips halt so drin sind, diese Plastikform, habe ich zweckentfremdet und da habe ich die ganzen Kosmetika, die ich jeden Tag benutze, reingestellt. Und ja, ich meine, es kostet in dem Sinne kein Geld, weil es eigentlich Müll ist, aber ja. Ich finde die Idee cool, weil das ist eigentlich auch ein sehr robustes Plastik und deswegen finde ich, passt es einfach und ja, warum nicht, ne? Why not? Wenn man aus solchen Sachen so was machen kann, so eine Schminkaufbewahrung, warum nicht? Also, ja. Der Engel kommt auf jeden Fall erstmal wieder in die Tüte. Da kümmere ich mich später drum. Und dann kommen wir zu DM. Bei DM habe ich mir allerdings nur ein Teil gekauft, als ich mit der Freundin am Samstag da war, weil ich eigentlich nur in einer Mission unterwegs war. Und zwar war das die Mission mit Volumen-Shampoo, also in Bezug auf ein Shampoo, was meine Haare halt ein bisschen fülliger macht und so weiter. Und ja, ich habe mich da halt in der Shampoo-Ecke umgeguckt, habe an dem Shampoo gerochen und an dem, also an etlichen Shampoos habe ich geschnuppert und hatte dann hinterher so eine kleine Auswahl. Da hatte ich, glaube ich, insgesamt 4 Shampoos und habe mich dann für eins von Schwarzkopf entschieden. Und zwar ist das Songs Ultime mit luxuriöser Perlenessenz, entwickelt mit Claudia Schiffer, Omega Repair Shampoo, gezielter Haarwiederaufbau und Splisskontrolle, Repair Effekt mit reichhaltigem Omega-Öl für geschädigtes, ausgelaugtes Haar. Das habe ich jetzt schon 2-mal angewendet, dieses Shampoo, und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich traumhaft, weil wenn ich das angewendet habe, meine Haare sind, nachdem ich sie
gewaschen und geföhnt habe, richtig unglaublich weich. Also, das ist so traumhaft. Ich glaube, ich hatte noch nie so weiche Haare. Und, also ich glaube, ich hatte noch nie so weiche Haare. Und ja, es ist einfach nur traumhaft. Es fühlt sich einfach richtig himmlisch an. Und ich fühle mich, wenn ich das Shampoo benutze, auch richtig wohl. Der Geruch davon ist wirklich auch sehr angenehm. Also da kann man nichts Schlechtes gegen sagen, den Geruch. Und ja, also das Shampoo, das verleiht meinen Haaren auf jeden Fall auch jede Menge Volumen. Und von daher ist es ein neuer Liebling von mir. Und ja, ich kann mir vorstellen, abwechselnd das dann auch ein paar Mal zu kaufen, dass ich dann hin und wieder immer wechsle und ja, dass ich das dann halt auch öfter kaufe, weil das ist wirklich richtig gut und ja, das ist auf jeden Fall ein richtig tolles Shampoo und so teuer ist das auch gar nicht. Ich glaube, das kostet 2 Euro und da kann man nicht meckern. Dann war ich mit der Freundin bei Kaufland gewesen. Aus dem Hall mit der Freundin sind da in Bezug auf Kaufland jetzt nur noch 2 Sachen übergeblieben. Die anderen Sachen habe ich mir gerade gekauft. Und ja, ich meine, es spielt ja auch eigentlich keine Rolle, weil Kaufland ist Kaufland. Und deswegen, ja. Ich habe mir dann auf jeden Fall am Samstag, weil ich da das Verlangen mal wieder nach hatte, die Funny Frisch Chips Frisch ungarisch mitgenommen und ich esse die unglaublich mega gern. Ich mag davon auch die Variante Rot-Weiß, die Schranke Rot-Weiß, die schmeckt davon auch richtig lecker und ja, ach, lecker, lecker, lecker. Dann habe ich mir, weil ich da auch mal wieder ein Verlangen nach habe, dieses Unsere Götterspeise von Ruf gekauft, nur 2 Stunden Kühlstellen, Instant Zucker enthalten, Waldmeistergeschmack, also so eine Fertigmischung für Götterspeise und oh, ich könnte mich in Wackelpudding so reinsetzen, ich liebe Wackelpudding und oh, das wird einfach mal wieder Zeit, dass ich ihn esse und ja, da wird sich mein Wohlbefinden dann auch wieder drüber freuen, weil ich hatte den schon Jahrzehnte nicht mehr, also wirklich. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich Götterspeise gegessen habe, das war irgendwie vor 5 Jahren oder so. Also, ja, so lange ist das ungefähr schon her. Dann bin ich im Kaufland über was gestolpert. Und ja, das ist wirklich was für Frauen, weil, ja. Ich finde, das sagt eigentlich schon alles, wenn man die schicken Häfen da drauf sieht, oben ohne. Richtig sexy. Und ja, ich muss auch so sagen, die sehen vom Gesicht her jetzt auch nicht unbedingt unattraktiv aus, um Gottes Willen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und ja, auf jeden Fall habe ich in Kaufland dann gesehen, dass es da für 2 Euro und war das Adventskalender gibt von den Chippendales und ich konnte nicht anders. Ich musste ihn einfach mitnehmen und ja. Ich meine, ich war noch nie in einer Show von den Chippendales, deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie die so drauf sind und ob die Show wirklich so gut ist. Und ja. Aber mich hat dieser Kalender einfach angesprochen und ich konnte ihn einfach nicht da lassen. Und oh, ich musste ihn einfach haben. Ich glaube, jede Frau, die mir jetzt zuguckt und jedes etwas, ja, über 14-jähriges Mädchen oder so, kann mir da auf jeden Fall zustimmen. Und sind wir mal ehrlich, also diese Bodies, die sind doch wirklich mal der Wahnsinn. Ja. Dann habe ich mir wieder, weil ich die am Samstag, nee, wann habe ich die dann gegessen? Gestern war Mittwoch, am Dienstag geknabbert habe, habe ich mir die Knusper-Snack Pfeffer wieder mitgenommen mit Sonnenblumenöl. Und diese Dinger sind unglaublich mega lecker. Sie haben so eine leichte Schärfe, weil sie ja mit Pfeffer sind.
Das schreckt mich aber nicht ab. Ich liebe sie. Und ja, ich habe mir davon dann gleich zwei Packungen mitgenommen, also zwei so Tüten. Und am Anfang war ich heute wieder total blind, weil ich da zu dem Regal gegangen bin und ich dachte schon wieder, die wären irgendwie schon wieder umgeräumt worden oder werden ausverkauft. Und dann lagen sie unten in so einem Korb, wo sie letztes Mal auch lagen bei den Chips. Und ja, dann habe ich mir halt gedacht, ja komm, nimmst du sie wieder mit, weil die kosten, glaube ich, eine Tüte kostet, glaube ich, 55 oder 59 Cent, je nachdem. Ich weiß das nicht mehr genau. Und auf jeden Fall sind sie echt nur empfehlenswert und oh, die sind so lecker, weil ja, da sind halt diese Raupen sind da mit drinne, dann sind da Ringe mit drinne und diese Blumen und oh, ich liebe die Blumen davon. Die Blumen davon, die sind so würzig und ich leck die Blumen auch immer liebend gerne ab. Also ja, da bin ich ehrlich, ich liebe die. Habe ich mir dann natürlich nochmal mitgenommen. Und was ich gestern dann genascht habe, ja, da ich momentan eine kleine Naschkatze bin, habe ich mir Ero wieder mitgenommen. Ero ist zarte Vollmilch-Luftschokolade und ich liebe die wirklich sehr. Die kostet auch so ungefähr 65 bis 69 Cent. Habe ich mir in dieser Variante mitgenommen, die ich euch gerade gezeigt habe, und in der weißen Variante. Das ist beides von Trumpf und ja, ich finde diese Schokolade einfach mega lecker. Und dann habe ich mir noch ein Shampoo gekauft. Das wollte ich mir eigentlich am Samstag auch schon mitnehmen, aber habe mich dann ja für das Essence Ultime entschieden und ja, habe mir das dann jetzt nachträglich doch noch gekauft. Und zwar ist das Garnier Fructis kräftigende Shampoo Kraft und Volumen. Aktiv Fruchtkonzentrat, kraftloses dünnes Haar, Kraft von innen und mehr Volumen für Vitalität und Fülle. Das wollte ich mir auf jeden Fall auch holen und habe es mir jetzt geholt. Und der Geruch davon ist wie bei allen Fructis-Shampoos einfach nur göttlich. Ich liebe diesen Duft und freue mich auf jeden Fall darauf, mir damit die Haare zu waschen. Wenn das Essence Ultime und mein Schaumershampoo mal leer sind, ja, ich habe noch ein Schaumershampoo und das benutze ich dann abwechselnd mit diesem Essence Ultime. Oder ich benutze erst das Essence Ultime und dann irgendwann das Schauma. Also, Kinders, ihr wisst, wie ich das meine. Dass ich erst das Essence Ultime aufbrauche und dann das Schauma. Weil, ja, ich weiß nicht, ich habe drüben noch ein Schauma stehen, das ist das Ansatz und Spitzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile eigentlich nicht mehr so von Schwarzkopf, genau. Von Schauma angetan, weil ich weiß nicht. Das gefällt mir einfach nicht mehr, das macht nichts Gutes mit meinen Haaren. Meine Haare werden von Schauma irgendwie mittlerweile nicht mehr schön, sondern die werden davon irgendwie total strohig. Ich meine, ich benutze Schauma ja auch nicht jedes Mal. Also ich kaufe mir ja abwechselnd Shampoos und da war ich dann halt schon ein bisschen enttäuscht drüber, ne? Ja. Das werde ich dann auf jeden Fall benutzen, wenn ich die beiden Shampoos leer habe. Kostet auch was mit einem Euro. Ich glaube 1,55. Und dann habe ich euch ja angekündigt, dass ich mir ein Duschgel gekauft habe vom Playboy. Und zwar habe ich mir dann das Playboy Play It Sexy Pin-Up Collection Showergel Softening Flirty Coconut mitgenommen. Und das riecht wirklich richtig lecker nach Kokos. Also gepaart mit diesem Play It Sexy Duft passt das perfekt zusammen. Und ja, das ist endlich mal eine Duschgelflasche, die bis oben hin voll ist. Und ah, ich liebe Playboy. Ich könnte förmlich ausrasten. Das riecht wirklich so unglaublich mega gut, richtig toll. Ja. Naja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüssi!